Willkommen zum zweiten Teil hier aus Bellas und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Lieferung entgegennehmen, beziehungsweise der Lieferant hat uns schon geliefert und wir werden jetzt einfach mal die Lieferung verteilen, also auf die Wirtshäuser, auf den Bergen, also da oben, ne? Da haben wir den Mondaufgang. Ja, es ist 16.30 Uhr. Ihr seht schon, einige Lifte sind schon geschlossen offiziell. Ich lasse sie aber trotzdem noch durchfahren, damit wir auch keine Leute vergessen am Lift. Dass da keine Leute irgendwie verschollen bleiben und bis morgen früh ausharren müssen. Das wäre schlecht. Dennoch werden wir dann langsam hier Betriebsschluss machen. Wir werden dann die Wagen garantieren. Aber noch lassen wir es halt durchlaufen. Und dann ist hier auch Betriebsschluss. Alle Wagen sind durch. Es ist nichts mehr los hier. Also würde ich einmal sagen, halt. Sehr geehrte Skifahrerinnen und Skifahrer, wir schließen unser Skigebiet. Das war die letzte Fahrt für heute. Wir wünschen allen Gästen noch einen schönen Skitag und sagen auf Wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns ja schon wieder morgen hier im Fellers. Außerdem wünsche ich Ihnen und euch eine angenehme Heimreise. Kommt gut und sicher nach Hause. So, wir haben der Lieferant war da, ja. Schön. So. Machen wir das schon mal auf hier. Ja, reingehen könnte noch. Aber ab 17 Uhr ist hier Pistensperre und ich bitte euch daher dann die Pisten zu meiden. Denn wir haben die roten Pullis, wenn die unterwegs sind, am Seil dann überhaupt, dann wird es äußerst lebensgefährlich und ja, das wollen wir nicht eingehen. Ich benutze kurz die Taste hier, denn ich muss kurz da meinen Wagen suchen, genau. Vielleicht gehen wir in die Außenansicht. Das ist doch ein bisschen angenehmer zum Fahren hier. Aber nicht alle Pisten schauen eigentlich so schlimm aus hier. Im letzten Teil 1 haben wir ja die Rodelbahn zuletzt repariert. Kann ich mich noch erinnern. Und jetzt weiß ich auch, warum das mit dem Kaufen nicht funktioniert hat. Da stand nämlich die ganze Zeit der Auto drauf. Und deswegen haben wir diese Stelle auch nicht gesehen. Also anstatt diesen Punkt, wo die Sache reinspielt ins Spiel, irgendwie sichtbar zu machen, was unterm Auto versteckt. Und daher haben wir das immer so schlecht gesehen.
Aber ja, macht nichts. Genau, aber da standen Autos und deswegen habe ich das hier nicht gesehen. So, wir laden das hier mal ein. Ui, habt ihr gesehen, wie schwer die sind? Ist das atomar verstrahlt? Ich hoffe nicht. Gott, gefährlich aus diese Schachtel hier. Geht noch eins? Na, lassen wir es, oder? Oder können wir es noch mitnehmen? Mit Vorsicht behandeln. Leute, das geht doch perfekt. Aber hier die Piste ist ja ordentlich befahren worden. Na gut, eine wichtige Verbindungsroute hier zwischen den zwei Liften hier. Also kein Wunder eigentlich, dass die Piste hier so mitgenommen ausschaut. Aber dennoch. Bin ich eigentlich recht zufrieden hier mit dem Pistenzustand. Als Business-Chef hat man doch ein bisschen Verantwortung hier, okay. Den Lift, der Lift ist hier noch im Betrieb. Den können wir aber dann auch ab. Okay. Da war eine Unebenheit im Boden drin, das haben wir gleich gesehen. Ja. Müssen wir dann zurückfahren und die Kiste holen, bevor wir mit dem Business-Pulli ausrücken. So, wo ist hier diese Stelle? Ist die hier? Und da mal Schnee versteckt. So, Hütten. So, wo sind wir denn? Wir sind hier bei der Hütte. Wie schaut denn die aus? Hat die auch einen Namen? So, wir sind bei Hütte Nummer C. Der Rosmarie-Zimmer. Das klingt wie so eine alte Rosmarie. So wie die alte Skihütte oder so. Also Rosmarie. Die hat ein. Okay. Da bringen wir auch zwei Schachteln vorbei. Bitte schön. Müsste sie wieder genau für 700 Gäste Vorrat haben. So wichtig ist hier auch noch der Pistenbab und die Grünbodenhütte. Also Pistenbab und die Grünbodenhütte. Die Grünbodenhütte ist oben und der Pistenbab ist der andere, okay, das auch dort drüben. Okay, passt perfekt. Ich weiß Bescheid. Der hat ja aus die, ja, die können wir schon schließen für heute. Die Hütte oben jetzt um 16:40 Uhr müssten schon alle im Tal unten sein, dass wir alle Hütten schließen können.
und für morgen herrichten können. Also die Hüttenbetreiber haben ja auch noch etliches für morgen zu tun. So, jetzt holen wir uns noch die eine Kiste, die wir in der Hektik gerade verloren haben, beziehungsweise durch die bucklige Piste hier. So, da haben wir jetzt werden wir aber vorsichtiger fahren. Definitiv. Also da oben müsste dann diese Hütte sein. Jetzt fängt hier auch die große Suche an. Ich schätze, dass es hier irgendwo versteckt ist. Genau, Schatz. Ich weiß doch schon, wo die Symbole liegen. Ja, schöne kleine Kirche hier. An der Skipiste. Schauen wir gleich, Gäste reicht für. Für 900. Perfekt. So. Seebichel hat ausreichend die ganzen Schupfe. Gute Gäste haben sich da bedienen lassen. Der Pistenbab. Wo ist denn der? Ach so, das ist der eine unten. Okay. Jetzt verstehe ich das, wo das ist. Und die Grünbodenhütte. Das heißt, das müsste dann eigentlich genau, den haben bewirtet. Da drüben ist der okay, da. Okay, passt perfekt. Ich weiß Bescheid. Die auch sehr gut. Das freut mich für uns. So, dann können wir hier eigentlich gleich den Lift abschalten, wenn wir schon da sind. Wie keiner mehr hier unterwegs? Nein. Machen wir hier mal zu für heute. Räumen die Absperrungen weg für die Pistenpräparation. Keine Gebäckspanne oder so. So Tourgurte wären vielleicht nicht schlecht hier. Und nicht schlecht wäre ich, wenn ich mich nicht hintersetzen würde.
Da schwebt ein Schild. Das müssen wir dann auch einmal versetzen, glaube ich. Das Kinderland ist auch schon geschlossen für heute. Die Dame, wir haben leider schon geschlossen für heute. Also Sie können gerne morgen wieder kommen. Da haben wir wieder geöffnet ab. Voraussichtlich 8:30 Uhr ist die Pistensperre aufgehoben. Und genau, alles geschlossen. Genau, damit wir dann mit dem Pistenpulli auch ordentlich präparieren können. Da ist auch nichts mehr los. Wir haben auch schon Halt. Und wenn der Lift steht, können wir abschalten. Ich setze mich immer komisch hin, dass es immer. Aber ja. Aber manche Teile der Piste schauen wirklich schlimm aus langsam. Das kenne ich nur, wenn ich Skifahren gehe und am Abend dann also um 16 Uhr dann die letzte Talabfahrt nehmen bei uns im Skigebiet und dann. Ja, schauen die Pisten am Abend immer auch sehr, sehr schlimm aus bei uns, wenn ich Skifahren gehe. Und ich fahre gern noch um 16 Uhr mit der letzten Bahn rauf. Weil ab 17 Uhr meistens erst Pistensperre ist bei uns und. Da kann man schon noch ein bisschen Skifahren. Weil von ganz oben runter braucht man circa eine Viertelstunde. Also hat man doch schon noch ein bisschen Spaß im Skigebiet. So, Spaß haben wir jetzt sowieso. Wir müssen wieder den Punkt suchen. Da gibt es diesen Trick mit dem einen Modus da. Genau, schaut. Jetzt können wir uns diesen Punkt suchen, den ich aber jetzt nicht sehe.
Da ist er. Okay, perfekt. Wir haben ihn gefunden. So, wo ist das, die wertvolle Fracht? Grüß euch, ich hab eure Lieferung. Wo darf ich es euch hingeben? Da, perfekt. So, was habt ihr jetzt Vorrat? Für 400 Gäste. Ich bringe euch noch eine Kiste vorbei. Und dann werden wir rauffahren, die andere Kisten auch raufbringen. Auf die Grünbodenhütte. Achtung, die Dame oder der Herr. Wir haben schon geschlossen. Und ich kann sie jetzt leider nicht mehr reinlassen, also. Genau, die nächste Lieferung. Die Dame, passen Sie bitte auf mein Fahrzeug, das wird teuer. Da müssen Sie lange arbeiten gehen, wenn Sie was kaufen wollen. Manchmal. Manchmal mögen die Kisten auch nicht so. Also wenn ich die so reinlege, da verliere ich sicher eine. Achtung. Ja, die springt da gleich rüber. Jetzt vorsichtig rauffahren. So, da bringen wir noch eine Kiste vorbei. Eine Kiste kriegen die hier noch. Bitteschön. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und wir fahren jetzt rauf zur Bergstation. Ich hoffe, dass wir keine Kisten verlieren. Ich war jetzt mal extra vorsichtig. Soll ich mich das wirklich trauen, hier raufzufahren? Trauen wir es uns einfach. Schaut, Leute, ich habe ja gesagt, so Handbremse können wir mit der Taste B anziehen. Nein, ist es euer Ernst? Okay.
Ich glaube, nächstes Mal kaufe ich mal den anderen Pistenpulli, wo wir diesen Anhänger haben, durch diesen Transport Aufbau haben vom Pistenpulli 400. Da gibt es eine Version mit den hinteren, oder wir kaufen uns irgendein Fahrzeug, wo man es dann schön gemütlich nein, 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 du fallst mal. Ist das euer Ernst? Wollt ihr mich? Da steht sogar noch drauf zerbrechlich, ne? Sonst noch Wünsche von da oben? Dann gehen wir die auf die Seite, holen wir die mit dem Pistenbully. Handle with care, okay. Agile, zerbrechlich. Schön. Also die Kartons sind jetzt ordentlich durchgeschüttelt. Hoffe, dass da nichts Zerbrechliches drin ist. Nein. Nein. So nicht mit mir, liebe Schachtel. Auch wenn es lustig wird, aber langsam hört der Spaß dann auch auf. Wollt sie nicht, oder? Doch, es geht doch. Wisst's was? Jetzt lassen wir die Schachteln da einfach. Na, die Schachteln, die lassen wir jetzt. Nein. Ja, die eine Schachtel finden wir eh nie wieder da im Schnee. Die finden wir im Frühling dann wieder. Holen wir uns den Pistenbully. Also den den Leitwolf und dann holen wir es anders ab auf jeden Fall, weil so geht das nicht. Also ich hätte es mir gemütlich vorgestellt zu meinem Transportschlitten, aber wenn das wirklich so anstrengend wird, dann ohne mich, also ich glaube im Echt würde es ja auch nicht gehen. Ja, Schachtel, ich hole dich dann später ab. Die eine Schachtel ist verschollen, ja genau, die eine Schachtel, die findet man nie wieder, die findet man im Frühling, wenn der Schnee schmilzt hier. Holen wir uns den Leitwolf und holen wir uns die Schachtel einfach mal. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass die Schachteln einfach so. Genau, da haben wir auch noch die Schilder platziert.
Genau, da ist jetzt unten Skibetrieb von 17 Uhr gleich bis 20.30 Uhr. Muss ich gleich nachschauen runter, dass wir dann noch die Hütte aufmachen für den Abendbetrieb. Auch ich glaube, wenn um diese Uhrzeit eigentlich keine Skifahrer mehr unterwegs sind, aber sperren wir dann nochmal auf unten. Da hat sie sich versteckt, die eine Schachtel da. Natürlich, ich sollte auch noch Platz haben da drinnen. Aber ich glaube, ich habe eh noch perfekt. Oder? Wie schaut's aus? Ja. Das geht noch. Das ist gleich noch straßenverkehrsordnungstechnisch zugelassen. Im Skigebiet. Kontrolliert eh niemand. Aber so schräge Pisten sind auch nicht für jedermann, glaube ich, weil braucht man auch ein bisschen Mut, hier im schrägen Hang zu fahren. Da müssen wir ja auch die Ski anders stellen bei der Fahrt. Theoretisch gesehen. Aber ich bin noch nie so einen Schräghang gefahren, in echt. Also bei uns in den Skigebieten gibt es keine schrägen Hänge. Und deswegen kann ich das nicht sagen. Aber dennoch 17:03 Uhr haben wir es aktuell. Wir sehen, die Sonne geht unter langsam hier. Wo haben wir hier die Stelle? Ab die war doch irgendwo hier, oder? Kann das sein? War doch irgendwo. Wir werden es gleich sehen, wo die ist. Ich glaube, dass sie hier ist, oder? Genau hier. Dann räumen wir das auch einmal auf, dass wir dann dabei reparieren können. Genau, jetzt haben die auch wieder alles perfekt für ihre Gäste. Wir bleiben kurz hier stehen. Mit dem Leitwolf.
räumen hier mal die Absperrung weg. Genau, damit wir dann mit dem Pistenbully gescheit arbeiten können. So, das kuppeln wir ab. Jetzt müssen wir richtig abzweigen, nämlich, weil sonst kommen wir woanders raus. Genau, auf Piste 7 müssen wir jetzt runterfahren. Genau, bis 22 Uhr werden wir aber nicht offen haben, glaube ich, heute. Aber wir... Ich sehe heute zum ersten Mal hier die Ski-Map drauf. Schön. Schön gemacht. So, die Piste Nummer 1. Hat jetzt offen. Blutlichtpiste Nummer 1 lädt jetzt noch zum Schiefern ein. Sag mal dem Kollegen Bescheid, dass er anfahren soll. Dankeschön. Automatisch. Gibt's da einen kurzen Halt? Dann stellen wir nämlich auf, wenn das möglich ist, um. Sonst machen wir das von oben einfach. Die Hütte machen wir natürlich auch auf. So, wo haben wir sie? Da haben wir sie geöffnet. Aber ich glaube, dass halt jetzt zu später Stunde weniger im Skifahrer unterwegs sind. Schaut, da habe ich mir mein Schneemobil eng versteckt. Jetzt passt es das. So, wo können wir wieder durch?
ganz schön fies, diese Absperrungen hier im Skigebiet. Also zum Glück bin ich so dünn und passt überall durch. Oh. Vorwärts. Machen wir aber langsamere Fahrt. Es müsste reichen, 2 Meter pro Sekunde. Ist ja doch nicht mehr allzu viel hier los im Skigebetrieb, im Skigebiet. So. Dann haben wir hier eigentlich alles fertig. Die Musik könnte man eigentlich auch schon abschalten, aber das geht leider nicht. Genau. Wir fahren vorwärts. Genau. Bahn garantieren. Automatik. Wenn sie da drauf drückt, seht ihr, ob alle LEDs hier noch funktionieren. Das ist auch eine tolle Funktion, finde ich. Also einfach mal hier drauf drücken und testen. So, dann können wir hinausgehen. Und eigentlich müsste es gleich grün leuchten. Und wir können die Bahn garantieren. So, die Kombibahn wird jetzt garantiert. Und ich hoffe ohne Probleme.
Aber einen Lichtschalter haben wir auch. Weil der geht ja nicht. Haben wir irgendwie so ein Panel zum Bedienen? Aber theoretisch hätten wir es so machen können, dass wir hier die Gondeln und hier die Sesselgondeln platzieren, aber lassen wir das einfach mal so. Aber die öffnen sich halt leider nicht. So, da weil hier die Gondeln garantiert wird, das reimt sich schon fast, können wir mal oben nach dem rechten sehen. Wir schalten die Taschenlampe ein und bin dabei schauen, ob alles sachgemäß auch funktioniert. Man die Stelle, wo die Gondel vom Seil genommen wird, eigentlich hier. Genau, da wird ja die Gondel vom Seil genommen und wird dann über diese Förderer langsam hier über dieses über den Bogen gefahren, damit hat die Fahrgäste schön langsam ein- und aussteigen können. Ich könnte euch eine Geschichte darüber erzählen, was mir nochmal passiert ist bei so einer Anlage beim Skifahren, aber das erzähle ich einmal nicht. Das ist ja ziemlich lustig gewesen damals. Die letzten fünf. Die letzten vier für heute. Ein Sessellift kommt noch, aber dann ist hier Feierabend. Und Feierabend einmal hier für die Pisten, hier für die Kollegen von der Seilbahn. So, dann können wir hier die
Spannung ausschalten. Betriebsart 0. Dann ist hier mal alles zu für heute. Licht ist auch aus. Genau, halt. Passt. Dann ist hier alles aus. Damit ich gebe jetzt so eine Folie, was man da drüben übergeben könnte. Auch lustig, das offen. Ja, egal. Aber geht's mal bitte nicht mehr Skifahren um die Uhrzeit. Das könnte außer rüber auf die Flutlichtpiste, da können Sie gerne Skifahren gehen. Da stört mich das weniger. Sonst sind ja alle Lifte schon aus, außer der Gampenlift. Der ist ja noch eingeschaltet. Aber sonst ist hier eigentlich schon alles geschlossen. Auch die Pisten selbst an sich sind ja auch schon bis auf eine geschlossen. Mittlerweile wird es hier auch dunkel. Aber kommst du dann bitte rechtzeitig ins Tal oder übernachtest auf der Hütte bitte heute, weil wenn ich dann mit dem Seil präpariere, ist das äußerst gefährlich. So, da ist auch alles aus. Perfekt, so habe ich das gerne. Da wir ja eh letztens hier alles präpariert haben eigentlich, können wir heute eigentlich ganz gemütlich hier mal den Skiweg präparieren. Weil dann sind wir im Tal unten und wir können diese eine Folge, was ich hier auf zwei Teile jetzt aufgeteilt hat, mit einer Gesamtlänge von circa fast 2 Stunden, 1 Stunde 40, glaube ich, habe ich jetzt eine Folge hier. Sollen wir dein Schild hinstellen, gesperrt oder? Die Leute werden das schon wissen, dass gesperrt ist. Wenn die sehen, dass die Piste hier so schön präpariert ist, dann werden sie das schon wissen.
Ja, das sage ich immer wieder. Manchmal sind die Bäume schlecht platziert worden hier. Oder halt in der Innenansicht fahren. Weil hat man so ein bisschen mehr Gespür drauf. Aber dennoch war heute ein schöner Skitag hier im Pfälzers. Und wir haben ja ordentlich viel Ticketeinnahmen bekommen. Wir können ja morgen, haben wir dann eigentlich das ganze Skigebiet geöffnet am 9. Februar. Und da können wir natürlich die Ticketpreise noch ein bisschen erhöhen. So wie auch in der Realität dann. Dass wir da auch ident sind mit dem Original Pfälders. Aber dennoch bin ich guter Dinge, dass die Gäste, die heute hier Skifahren waren bei uns, einen schönen Tag hatten. Ihr habt das eh gesehen vor dem ersten Teil. Es waren ordentlich viele heute hier zugange auf den Pisten. Und deswegen kann ich auch als Skigebietsbetreiber, genau, der fachmännische Ausdruck dafür, ohne Probleme jetzt sagen, okay, heute war ein schöner Tag. Wir haben heute sehr viele Gäste glücklich gemacht. So soll das auch sein. Ich hoffe, dass morgen noch mehr Gäste kommen. Weil je mehr Gäste kommen, desto schöner ist es auch hier. Das Skifahren. Aber ich habe schon einen guten Titel für diese zweite Folge hier, also diesen zweiten Teil. Die nervige Fracht. Weil die war echt nervig, gerade diese Fracht hier. Da steht noch oben zerbrechlich und dann immer so ein sowas auf mit der Fracht. Also, ja. Aber ich übernehme die volle Verantwortung hier für die Fracht im Gebiet. Also. Und wer weiß, was da drin ist, wenn das irgendwelche Gläser waren oder so, die stehen schon oder 3 Stunden da draußen. Vielleicht sind die ja schon wieder eingefroren. Also der Inhalt von diesen Gläsern, wir haben ja doch hier sicher minus 4, 5 Grad, also. Aber dass der Leitwolf wieder mal hier im Tal ist, ist auch sehr selten eigentlich. Weil den habe ich eigentlich nur oben für die Seilpräparation.
So, wir werden hier aber Schluss machen für heute. Ich werde hier noch ein bisschen präparieren. Hier die kleine Piste hier, wo ich euch dann wieder mitnehme. In der nächsten Folge ist dann hier beim Betriebsschluss um circa 22 Uhr bei der Folge, glaube ich, 11 oder 12 mittlerweile. Vielleicht sollte der Krampenlift dann auch in Betrieb gehen. Kleiner Faktencheck am Rande, denn beim C-Pickel hatten wir heute 205 Fahrten, beim Gampenlift 3020, beim Grünbohn Express 6982 und ja, die Kajochbahn war ja heute nicht in Betrieb. Und beim Murmi waren es 226 Kinder. So, wir machen hier aber Schluss für heute. Denn die kleinen Kinder dürfen hier heute noch ein bisschen Skifahren. Kommen zurück näher, die Damen und die Herren. Schade, dass man da nicht reinkommt. Haben wir natürlich alles gut im Überblick. Also würde ich mal sagen, das war's für diese Folge, für die ganze Folge hier jetzt mal. Und wir sehen uns dann zur Folge 12, kann das sein? Ja, glaub schon, ne? Also bis bald und bleibt gesund und geht Skifahren oder auch nicht. Oder schaut halt einfach diese Videos an und glaubt, die Videos bringen euch auch ein bisschen einen Skiflair. Und mit einer Luftaufnahme hier aus Pfelders verabschiede ich mich dann. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.